Es ging nur darum, die Artefakte rauszuholen. Auch zu diesem Glanzen. In the Sea of Tears lies the Colossus, once the proudest battleship of the old era. In the war against the Skrits, she helped us gain the decisive victory, before she went down in the Sea of Flame with all on board. We must find the site of the crash and repair the Colossus. Only with the mighty level battleship can we reach the city of the machines. That is the center of Basalt Face's power. Take us there, Nomad. I'll pilot your island. You must protect us from the fiery rocks. Man the guns! So. Oh, noch mehr? Oder sind das die, die du gerade geholt hast? So, einmal bauen wir das Ding hier mal hier auf. Und das Ding kennen wir ja auch schon. Ach, das ist jetzt der Bomber in Blau. Ja, also, genau. Das ist der blaue Bomberhangar. Der blaue Bomberhangar. Nice. Gibt es von den Raketenwerfern eigentlich auch verschiedene Strukturen oder gibt es nur eine das, von ihnen? Das ist wie die dicke Bertha, das ist ein einmaliges Artefakt. Das schießt auch nicht automatisch. Nee, den muss ich selber schießen. Aber es ist ja nicht das Problem. Beziehungsweise sieht lustig aus, damit zu schießen. Gut, war nur der Artefakt-Tresor. Auf den kann ich gerade mal verzichten. Kommt direkt auf mich zu. Was war eigentlich nochmal die Hintergrundgeschichte, dass die Erde gesprengt wurde? Das weiß ich nicht. Das ist nicht bekannt. Ist halt einfach so. Würde mich, also das würde mich auch mal brennend interessieren. Ach, brennt, fast gerade zum Hebung. Was hat dazu gesorgt, dass die Erde so gespalten und in zigtausend Teile aufgeteilt ist? Wenn das überhaupt die Erde ist, muss ja nicht die Erde sein. Muss nicht den sein. Projekt Moment. Ist nicht, es ist leider nicht bekannt, dazu wird nichts gesagt. Ist es auch nicht bekannt, ob es auf der Erde spielt, oder? Nee, aber es ist wahrscheinlich. Ich mag aber den Raketenwerfer. Gibt so ein schönes Geräusch, wenn man den immer abfeuert. Ja, das höre ich alleine nicht. Auf Skype. Da brauche ich mir auch eine bessere. Als ja. Skype. Eine bessere habe ich leider gerade nicht. Ich mag diese Umgebung, die nicht, also diese Vulkanumgebung gefällt mir. Auch wenn sie sehr gefährlich ist. Ja, da hilft es eigentlich nur so schnell wie möglich durch. Deswegen lasse ich den Antrieb auch die ganze Zeit an.
Irgendwo stehen zu bleiben hat keinen Sinn. Die Steine kommen ja immer weiter. Ja. Wie viele Plätze hast du eigentlich dazu bekommen? Zwei, oder? Das letzte Artefakt hier ist übrigens auch nochmal ein Flugzeughangar, allerdings würde ich das eher noch als Kanone zählen. Inwiefern? Ja, es ist eine ziemliche Selbststeuerkanone, weil... Also ganz rein vom Prinzip her ist es ein Flugzeughangar, ja. Aber das, was halt das sogenannte Flugzeug in Anführungsstrichen ist halt eine Rakete, die man irgendwo rein crashen kann. Ach so. Die Sache ist nur, es dauert eine Ewigkeit, bis man mit dem Ding wieder, bis das Ding nachlädt. Deswegen baue ich das Ding eigentlich nie. Mhm. Dann gehe ich eigentlich auch nur gegen Strukturen richtig effektiv, ne? Wenn ich in irgendwelche anderen Flugzeuge reincrashen will, kann ich auch mein eigenes Flugzeug nehmen. So, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, haben wir jetzt glaube ich eh nur noch drei Level vor uns. Allerdings drei etwas längere. Greetings, Stranger. I am Captain Preston and Master Builder. Welcome. What are your wishes? We need your help, Preston. The battle against Basalt Face has begun. Only with a mighty level battleship can we reach the city of the machines. Face. Noble Basalt Master Builder. Face. Captain Basalt Preston Face. At your service. My great-great-grandfather himself served the Master Builders. However, muss ich gerade irgendwie an Bartfresse denken. See for yourself. Das heißt Bartfresse. We'll repair her, don't worry. I'll take care of the drive. Good. I'll help you, Bilden. Let's get to work. So. Neuer Verbündeter, Captain Bankkopf. Das ist die Kolossus. Kolossus. Das ist eine Insel oder ein Schiff? Das ist ein Schiff. Wobei sich unsere Insel auch nicht großartig von einem Schlachtschiff unterscheidet. Nee, ich muss das. Ja, so. Quasi ein Schiff, was mit Ballons fliegen gebracht wird. Mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht genau, wie das Ding funktioniert. Naja, also wirklich Mühe hätten sie sich damit nicht geben müssen, weil wenn sie unbedingt auf Realismus gehen wollten, dann hätten sie auch keine Insel zum Fliegen gebracht. Ich mag diesen Raketenwerfer. Ist schon manchmal komisch bei manchen Spieleentwicklern. Die, manche Stelle sorgen sie für Realismus. Und an anderer Stelle fragt man die Fakte, was soll das denn jetzt? Ja, das ist so, weil das so ist. Kriegt
den vielleicht mal in Range? Ah, okay. Das hat schon gereicht. Ich würde mich gerne mal mit meinem Flugzeug ein bisschen umschauen. Einfach um zu schauen, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe. Artefakte finden wir ab dem Zeitpunkt sowieso nicht mehr wirklich viele. Wir haben jetzt, glaube ich, noch ein Level, wo es noch ein paar gibt. Das ist dann, glaube ich, das nächste. Ja, du hast ja so ziemlich alles. Hm. Ich sehe eine Brutstätte. Sogar zwei. Langsam kannst du deine Insel dir auch nicht mehr nützlich da aufbauen. Also mit nützlichen Sachen aufbauen. Drei Brutstätten weniger. Die Kolossus kommt auch langsam hinterher, das ist schön. Oh Gott, ich hab vergessen, die Insel hat ja Propeller. Stimmt ja, darum fliegt die Brut. Ja, die hatten wir vorher aber nicht dran. Das ist erst der Ebenenantrieb hier. So. Ganz am Anfang hatten wir den nicht. Und ganz am Anfang war das eine stinknormale Insel. Aber Saltface hat uns dann einen Leuchtturm gebaut, hat uns die Artefakte für einen Wachturm und für unsere erste Einsatzturret gegeben. Und den Rest haben wir dann von Trevain und Co. Insgesamt eine sehr, sehr mächtige Insel mittlerweile. Jetzt irgendwas, oder? Ich sag hauptsächlich wegen dem Raketenwerfer, der ist nämlich das Stärkste, was du derzeit hast. Da ist was, aber das liegt hinterm Felsen. Bitte den Raketenwerfer Bomber abschießen? Müsste er können, ja. Das Ding ist schweres Geschütz. Sind da noch Brutstätten? Oder warum kommen da immer noch welche? Zerstört habe ich die hier eigentlich gerade. Mein Bomber fliegt auch rum. Habe ich eigentlich schon den nächsten Nav Point? Nö, ich hab keinen Nav Point gerade. Den kriege ich wahrscheinlich erst, wenn die Kolossus auf Position ist. Ja. Da ist aber auch ein Name, die Kolossus. Wo ist das auch noch ein Dampfschiff? Jetzt müsste eigentlich gleich das gewohnte Geplimper wieder kommen, dass Nav Point available ist. Aber ich höre gerade nur meinen eigenen Bomber. Kolossus dreht sich. Kann man so ein bisschen mehr die Kolossus mal sehen? Und die hat denn alles als Bewaffnung? Also ich sehe vier Flugzeughangar, mehrere Geschütze und ja, das war's schon. So ein Bomber ist schon was Tolles. Warum hat der überhaupt Räder?
Der kann doch nirgendwo landen. Tja, hat er halt einfach. Haben sich die Designer wahrscheinlich gedacht, sieht besser aus. Sieht dann eher nach einem Bomber aus oder so. Wespe, Wespe. Böse, weg hier. Hey. Hörst du auf? Ich werde hier gerade von der Wespe attackiert. So. Aber ich hab eigentlich müsstest du langsam deinen Nerf Point. Ich hab'n gerade bekommen, ich hab'n gehört. Man hört's immer, wenn man einen Nerf Point kriegt. Okay, die Wespe findet die Limo-Flasche gerade interessanter als mich. Ich bin froh, dass ich keine Wespe hier habe. Apropos Limo-Flasche, ich glaube, ich muss mal was trinken. Ah, schon viel besser. Wenn die nämlich an meinen Energy-Drink nuckelt, ist sie dann plötzlich hyperaktiv. Ich will keine hyperaktive Wespe hier haben. Flugzeuge schwärmen aus, das heißt eigentlich, dass irgendwo Skrits in der Nähe sind. Ich hab... Ah, da hinten ist was, aber ich will jetzt da nicht an der Kolossus vorbeischießen. Gehen wir es einfach mal. Sehen wir, dass da oben noch ist. Was hatten wir da? Sind das Scheinwerfer oder sind das Big Berthas? Das da? Das sind Flugzeughangars. Ja. Nee, daneben. Diese kleinen Dinger. Klein, da, was ich da gerade direkt zwischen meinem Fadenkreuz habe, ja, das sind die Flugzeughangar. Achso, ich dachte, die großen Gebäude wären die Flugzeughangars. Das ist schon krass. Ich verstehe schon, warum du diese Kanone bzw. den Raketenwerfer so spät im Spiel erst bekommen hast. Hier wäre zu einfach geworden, wenn du die früher bekommen hättest. Okay, ich brauche meinen... Moment, das geht eigentlich auch mit dem. Wenn ich den jetzt schon hier so krieg, da ist die nächste Wespe, na super, oder ist das dieselbe von vorhin? Hau ab! Vielleicht will die Wespe einfach mitnehmen. Oder selber spielen. Habe ich schon den nächsten Nerf Point? Nee, habe ich noch nicht. Muss ich mal wieder warten. Der Bomber ist gecrashed. Nerf Point available. Sehr schön. Wie ich das jetzt in dieser Kombination jetzt so die Wespe kombiniert mit einem Strategiespiel bzw. mit einem Aufbauspiel, musste ich direkt an KKND denken. Kennst du KKND? KKND, nee, sagt mir jetzt nichts. Das ist ein Strategiespiel wie Command & Conquer. Du hast da mehr mit Erforschung zu tun. Du brauchst ein Forschungslabor und forscht alle. Forscht neue Technologien. Du kannst Gebäude, du kannst neue Technologien auch erforschen, indem du zum Beispiel eine Waffenfabrik, also sowas wie eine Waffen, ich glaube, die hieß auch Waffenfabrik, baust, dann diese auch erweiterst und mit dir forscht. Dann kriegst du neue Fahrzeuge zum Beispiel. Und ich kann mir deswegen in der Kombination Wespe und Strategie bzw. Aufbauspiel auf dieses Spiel, weil es eine Fraktion gab,
die nannte sich die Mutanten. Und die hatten einen ganz besonderen Bomber. Die hatten eine mutierte Wespe als Bomber. Was schießt da auf mich? Riesige mutierte Wespen. Wo ist mein Flugzeug? Was machst denn du da oben? Die hatten auch riesige mutierte Skorpione als als Wundeinheit. War schon recht interessant. Also, du magst ja Command & Conquer. Ja. Und da würde ich dir mal sagen, guck dir dieses Spiel mal an, wenn du mal irgendwo dran kommen solltest an dieses Spiel, KKND Crossfire heißt das. Guck dir das Spiel einfach mal an. Ist cool. Story zum Beispiel ist wirklich, also die Einzelspielerkampagne ist wirklich gut. Du hast nämlich gerenderte Zwischensequenzen mit Konversation mit den einzelnen Kommandanten. Unter anderem. Irgendwas hier. Ja, das scheint sauber zu sein. Ich sehe da gerade was. Sehr schön, dass ich dieses Ding hier immer noch habe. Ja, besser kann ja drauf geht. Wahrscheinlich ist das einfach nicht gefährlich genug. Kanone. Die Bertha ist im Prinzip meine gefährlichste Kanone, die ich habe, weil es die ist, die am meisten Schaden macht. Von all meinen Kanonen. Bertha macht auch ein bisschen mehr Schaden als mein Raketenwerfer. Mit dem Raketenwerfer trifft man nur meistens ein bisschen besser. In den Pausen, wo in dem Spiel nichts passiert, kann man da immer wieder schön was trinken inzwischen. Das ist so schön. Ja. Ich glaube, wir sind mit dem Level eh schon wieder fast durch, wenn ich das so richtig sehe. Deines ploppt wieder was auf. Nee, wir sind durch.